So, da wären wir wieder. Und jetzt wollen wir doch mal da runterflitzen und möglichst schnell den blauen Kristall finden. Ohne dabei von einem Oger zerquetscht und einem krabbenähnlichen Ding aufgespießt zu werden. Da leuchtet es blau. Soweit's gut. Und gleich markieren. Da. BK. So, lebt es sich doch gleich viel besser. Und was kommt dann vor dem Tag? Oh. Ja, es lebt sich gleich viel besser. Das heißt, wir können jetzt ruhig daneben sterben, oder wie? Nee, 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 nee. Blitz und Eis und großes Feuerelementar. Mitten reingestraft. Na gut. So, jetzt haben wir viel zu viele Seiten, die offen sind. Machen wir mal da weiter. Halten wir den Feuerball vor, nur für den Fall, dass hier auch andere Gegner sind. Also wir haben definitiv schon eine Spinne gesehen, eine Krabbe und ein Oger. Und ein Kraut, das kommt gleich mit. Schlüssel haben wir, glaube ich, keinen über. Nee, aber das merken wir uns schon mal. Hier ist eine Eisentür. Da geht's schon wieder runter. Na gut. Und außer diesem elektronischen Pschü-Pschü höre ich hier noch so ein Stampfen. Also von so einer Art Presse oder vielleicht irgendeinem mechanischen Gegner. Könnte ja auch noch kommen. Ich meine, so viele Zahnradsymbole, wie man hier. Oh. Zahnradsymbole, wie man hier sieht. Ist es anzunehmen, dass hier auch irgendwas Mechanisches ist? Das ist mal ein langer Lauf gewesen. Jetzt ist fast die Treppen hochgerannt. Und wusch. Schön, schön. Das geht doch mal schnell langsam. Er ist immer noch nicht aufgeladen. Schade, weil unser Mana ist langsam ganz schön runter. Aber wir können ja hier ein bisschen aufklären. Also, wir sind wieder am Eingang. Da ging es nicht lang. Genau, das war die Kammer des Auseinandernehmers. Also der Dismantler. Wie kriegt man das Gitter da auf? Wir waren schon mal hier von der anderen Seite, oder? Das sind zu viele Treppen. Ich sollte mal markieren, welche nach oben gehen, welche nach unten. Also, nee, nicht da. Schreiben wir es mal dahinter. Hoch. So, dann ist die nächste Treppe da lang. Und die führte, keine Ahnung. Ich glaube auch hoch. Ja. Und wir sollten noch irgendwie markieren, wo die hochführen. Also die hier führt. Macht das eigentlich jetzt noch einen Unterschied? Nee, ich glaube nicht. Es hat nur vorher einen Unterschied gemacht, weil wir auf die andere Seite von dem Gitter ja nicht konnten. Dahin kamen wir ja vorher nicht, weil wir halt nicht diesen Weg gegangen sind. Den wir erreichen konnten, indem wir das da von Torum freigeschaltet haben. Also durch sein Rätsel freischalten konnten. Also gut, wir müssen die zwei Hochtreppen nicht unterschiedlich markieren. Die sind egal. Dann haben wir noch da eine Hochtreppe. Glaube ich zumindest, weil hier war eine Fallgrube, wo wir runtergeplumpst sind und dann hier mit der Treppe wieder hoch. Also ist die hier auch egal. Und da ist eine Treppe runter. Ah, frisches Mana. So, dann haben wir hier noch ein Gitter, wo wir nicht durchkommen. Wo die Spinne übrigens immer noch lebt. Nee, ist echt komisch. Also entweder übersehe ich jetzt irgendwas oder wir kommen hier nicht weiter. Was komisch ist. Die Ebene besteht nur aus zwei Hochtreppen. Ah, was ist mit der Tür gewesen? Gucken wir da mal kurz hin.
Sonst wird die Ebene halt nur aus jede Menge Gittern, wo man nicht durchkommt, einem blauen Kristall und zwei Hochtreppen bestehen. Und einer Runtertreppe. Aber trotzdem wäre das ganz schön wenig. Ja, ein ominöser Knopf. Ich höre einen Flammenelementar. Und sonst keine versteckten Schalter. Nö. Na gut. Das war jetzt nicht so schlimm. Einfach nicht reden, ausweichen. Was steht da? Ja, ein Lightning Conduit. Also Lightning ist halt Blitz und Conduit ist, glaube ich, ein Leiter. Also eine Art Blitzableiter. Ja, da machen wir nochmal ein Luftschild. Hierfür brauchen wir den Spruch also. Blitzableiter, Blitzableiter. Was will uns das sagen? Können wir vielleicht gegenblitzen? Nein, wir können nicht gegenblitzen. Haben wir einen Wasserstrahl? Nein, haben wir nicht. Wir können da die Tür öffnen. Ich hasse die Feuerelementare. Na komm her, der Dieb will auch noch Schaden machen. Er will schließlich auch Erfahrungspunkte sammeln. So. Noch ein Vorteil von dem Blitzstrahl ist, er pflanzt sich wesentlich schneller fort. Also er bewegt sich schneller als diese Eisstacheln auf dem Boden. Und keine Energie. Ja, Klicknack braucht definitiv mehr Mana. Viel mehr Mana. So, hat jemand Hunger? Ja, er hat Hunger. Und er kann auch einen Happen vertragen. So, und er eigentlich auch, aber den Blaubeerkuchen will er nicht essen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das echt ein Gimmick ist oder ob man das für irgendwas braucht. Auch wenn es ein komisches Rätsel sein dürfte, wenn es einen Blaubeerkuchen zur Lösung verlangt. Aber man weiß ja nie. Ich erinnere mal an Baldur's Gate Serie mit den goldenen Unterhosen. Ja, es waren keine Unterhosen. Aber es war auch so ein nettes Secret. So, irgendwas da. Ich dachte, das wäre gerade aufgegangen durch den Schalter, aber dann wäre wahrscheinlich eine Secret-Nachricht gekommen. Und noch ein Gitter, wo wir nicht durchkommen. Also Schalter, was hast du gemacht? Irgendwas ist gerade wieder zugegangen. Und wir haben es gehört, also kann es nicht allzu weit weg sein. Ich kann auch an dem Geräusch nicht wirklich ableiten, ob jetzt was zu oder aufgegangen ist. Oder beides. Also beim Hochziehen dürfte eigentlich am Ende kein Klackgeräusch sein. Dann macht es ratter, 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 dann ist es ganz oben und dann ist es fertig. Wenn es runter geht, macht es ratter, ratter, ratter und dann klackt es auf dem Boden. Na egal, wir halten jetzt einfach mal gedrückt, so wie es jetzt ist. Und gehen dann bei diesem Blitzableiter mal weiter. Da ging es nicht rum. Zurück zum Hauptgang. Dann hoffen wir mal, dass wir irgendwie die nächste Tür aufbekommen, wo kein Schalter dran ist. Ah, es war knapp. Also ja, es wäre auch nicht schlimm, wenn wir getroffen werden würden. Aber man muss ja auch immer... Oh, Spinnen. Man muss ja auch immer flott bleiben auf den Beinen. Oh, da war ein Gitter im Weg. Okay, viele Spinnen. Machen wir ihre Eier kaputt, das mögen die ja tierisch. Oh, und ein Knopf. Das jetzt so eine gute Idee war. Ein Knopf, der eine Geheimwand öffnet, wo eine Druckplatte hinter ist. Okay. Und noch ein Gitter, wo wir nicht weiterkommen. Das Level sollten sie Gitterlevel nennen und nicht die Kammer. Aber gut. Wir brauchen auf jeden Fall Mana, also schlafen wir. Ja, mal so richtig altertümlich schlafen und nicht alle 5 Minuten zum blauen Kristall laufen. Das würde ich auch noch gerne modifizieren.
dass man nur einmal alle, keine Ahnung, 30 Real-Life-Minuten auf den blauen Kristall drücken kann. So. Zack. Achso, Fackel kann gleich wieder in die Hand. Licht kannst du auch nochmal machen, damit wir schön jeden versteckten Schalter sehen. Du machst deinen Blitzstrahl. Du machst erstmal ein Feuerschild. Feuerschild. Und dann gucken wir erstmal, was die Druckplatte macht. Ich höre nichts. Legen wir mal irgendwas raus, wenn ich brauche. Und zwar... Schön, dass wir gerade ausgemistet haben. Ah, einen heiligen Stein. Ha. Okay. Ich merke absolut keinen Unterschied. Außer, dass die Fackel aus ist und wir nur noch eine haben. Na gut, bleibt uns wohl keine Wahl. Tür auf. Ich habe die Spinnen echt wesentlich unangenehm in Erinnerung. Jetzt sind sie einfach nur noch lästig. Obwohl sie ja nicht mehr dazu kommen, ihr Gift zu verteilen. Trotzdem. Die Spinnen sind doof. So. Außerdem wurde ich zu oft von denen verarscht. So. Aber allgemein sterben die Gegner alle viel schneller. Das ist echt toll. Also hätte ich von Anfang an gewusst, wie das mit den Skills ist und den Blitzstrahl und was weiß ich, hätten wir von vornherein richtig mehr Schaden machen können. Aber gut. So, irgendwas ist aufgegangen. Oder zu. Und hier war noch ein Knopf. Spinnen? Fragezeichen? Nö. Ein Stück Maulwurffleisch. Und noch eine Druckplatte, die anscheinend nichts macht. Na gut, der letzte heilige Stein. Irgendwas werden die schon gemacht haben, die beiden Druckplatten. Du kommst mit. Und wieder ein Gitter, wo wir nicht durch können. So, oh oh. Ist ja ein richtig langer Gang. Hey, wo kommst du denn her? Der Spell ist gefisselt. Ich glaube, das war gerade das erste Mal, dass wir den Feuerball gefisselt haben. Hm. Okay, da geht's rein. Ja, Feuerball-Idee war keine so gute Idee. Allgemein war es keine so gute Idee, mit zwei Feuerelementaren im Nahkampf zu gehen. Komm, stirb schnell. Tu uns den Gefallen. Das war daneben, oder? Ich weiß nicht genau, wann ich schlagen kann. Manchmal hat es den Anschein, dass man schon auf dem Weg dahin, wenn man im richtigen Moment zaubert, ihn trifft. So wie jetzt gerade. Ich stand noch nicht auf dem Feld und trotzdem hat er Schaden bekommen. Hm. Das war auch gerade komisch. Aber guckt euch das mal an. Der Krieger, instant tot. Die Magier, halbtot. Unser Dieb, kein Kratzer. Das ist echt übel. Ich glaube, ich höre einen Ogre. Und jetzt Stein auf Stein. Oh, da liegt irgendwas in der Nische direkt bei diesem Blitzeschmeißer. Sieht aus wie eine Bombe. Wahrscheinlich eine Blitzbombe. Hm. Gut, wir müssen eh zurück zum blauen Kristall. Also können wir auch gleich ein Blitzschild machen. Keine Energie. Können wir auch ganz kurz schlafen, um ein Blitzschild zu machen. Dann lauf wieder einfach rein. Friss den Schaden und lauf dann wieder zurück. Auch wenn wir die Bomben nicht so sehr brauchen. Ich meine, momentan machen wir so schon recht viel Schaden auf einmal. Die Bomben hatte ich ja eigentlich mal dafür gedacht, dass wir mal aus einer ausweglosen Situation schnell rauskommen. Wie die teleportierenden Spinnen zum Beispiel. Also, als wir das eine Mal die Treppe runtergegangen sind und von den drei Spinnen angefallen wurden, dann mussten wir möglichst schnell durchbrechen. Und für so einen Moment sind halt Bomben ganz cool, weil die machen mehr Schaden als ein Angriff. Was mit dir? Ich höre ein Gitter.
Na gut, jetzt können wir einfach mal hier den Gang runterlaufen, also quasi hinter dem Blitz her und gucken, ob die Tür da inzwischen offen ist. Okay. 3, 2, 1, los. Und sie ist offen. Und irgendjemand ist überladen, sonst würde es nicht so ein komisches, schlurfendes Geräusch geben. So. Aufgegessen und schon sind wir wieder entladen. Oh, es war die falsche Tür. Okay, hinter dem Blitz hinterher und jetzt links rein. Und natürlich gleich die Stimme. Mehrere. Noch mehr Spinnen. Ich würde eigentlich ganz gerne zuerst zum Kristall zurück, auch wenn Gorn jetzt nicht so wichtig ist. Entschuldigung, Gorn. Aber ist nun mal so. Momentan sind die Magier am wichtigsten, dann der Dieb, weil er am meisten aushält und dann der Krieger, weil er einigermaßen Schaden macht. Und kein Mana braucht. Und was haben wir hier? Wurfäxte. Ja. Haben wir inzwischen schon eine ganze Menge von. Auch wenn die restlichen irgendwo auf dem Boden liegen. Hm, na gut. Machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Speichern ab. LP 059. Und bis gleich.